Die Fans gaben alles in der St. Galler Arena heute. Wirklich alles. 13.600 waren gekommen. Schichaui beim FC Zürich von Anfang an dabei und am Ursprung einer ersten guten Ballstaffette mit dem unvermittelten Weitschuss von Alphonse, der Vailati in ernsthafte Schwierigkeiten brachte. Der Boden nass, der Ball glitschig. St. Gallen mit Freiball am Kopf ließ sich nicht davon beirren. Imhof und Leoni. Fabian Frey mit dem nächsten Zuckerpass auf Costanzo. Doch der 13-fache Torschütze ließ sich hier die Chance auf Tor Nummer 14 entgehen. Costanzo etwas zu weit nach links abgetrieben. Nach einer halben Stunde Margera auf Djuric und der war völlig allein, aber nicht im Offside. Das Timing zwischen Margeras Pass und Djurics Start war perfekt. Der Abschluss weniger. In der Nachspielzeit sah Uli Forte das Unheil kommen. Das Unheil in Form von Alphonse, doch Vailati rettete. 0:0 nach einer komplett verregneten ersten Halbzeit. Die zweite begann mit einem St. Galler Freistoß, getreten durch Frey, Imhof und Leoni. Imhof vor Manja am Ball. Auf der anderen Seite wurde Schichaui immer besser und war nicht zu bremsen, respektive erst sehr spät von Zellweger. Die Kosten, eine gelbe Karte und ein Freistoß. Freistoß, Djuric. Knapp vorbei, sehr knapp sogar. Der Ball berührte sogar noch den Pfosten. Wieder Djuric. Alphonse, Djuric, Schichaui, nicht im Abseits, aber wieder kein Tor. Unglaublich. Die Chancenauswertung, das große Problem, hüben wie drüben. Drüben war es Winter. Frey verpasste den Ball, Winter das 1:0. Fabian Frey, der beste Mann auf dem Platz, wieder mit einem Zauberzuspiel. Diesmal auf Joker Moreno Merenda. Und der schaffte das, was alle anderen 85 Minuten lang nicht zustande gebracht hatten. Nämlich das 1:0, das Siegestor. Ein schöner Pass von Frey. Aber Rocha und Barmettler ließen sich doch etwas gar leicht von Merenda überlaufen. Und auch Leoni kam zu spät. Und wer zu spät kommt, den bestraft die Tabelle mit 3 Verlustpunkten. Er aber sorgte für die 3 Pluspunkte. Moreno Merenda, Schütze des Siegestores.